Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Heute schauen wir uns mal nach langer Zeit wieder mal Rohöl an, denn das ist ja deutlich zurückgekommen. Von einem Hochpunkt bei 107 ist es jetzt um knapp 15 Dollar gefallen pro Barrel. Und das, obwohl es eigentlich im Nahen Osten kracht und das eigentlich normalerweise in früheren Zeiten dafür gesorgt hat, das Öl richtig nach oben geht. Das ist nicht gut, aber wir schauen uns ja nur die Charttechnik an und da passt eigentlich alles zusammen. So, werfen wir mal einen Blick auf den adjustierten Endloskontrakt. Da hat nämlich Öl sozusagen um den 10. Juli vorher einen Hochpunkt ausgebildet, passend zum saisonalen, zum Zyklushoch. Und jetzt läuft Öl nach unten und soll zum 1. September einen Tiefpunkt ausbilden. Wir laufen jetzt in den nächsten Tagen in den Streubereich rein und da könnte sich langsam ein Tief ausbilden. Allerdings muss man sagen, die Unterstützungszone hier ist eigentlich noch nicht erreicht. Es kann noch 2 Dollar nach unten gehen bis in den Bereich von 91. Das ist in den nächsten Tagen noch möglich. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben ja momentan den Oktoberkontrakt als Frontmonat und da soll es ja saisonal nach unten gehen, wie Sie hier sehen. Und gestern hat Öl den Widerstand angegriffen hier, hat den verteidigt. Und in diesem Chart ist mir aufgefallen, dass wir hier ja ebenfalls eine mögliche Formation einzeichnen können. Erstens haben wir hier eine kleine SKS-Formation und da hätten wir theoretisch ein Ziel sozusagen hier in diesem Bereich. Machen wir es mal etwas länger, dann sieht man das genau. Hier ist der Bruch. Wir hätten hier ein Ziel bei 90,54, was also auch passend zu diesem Kursziel im längerfristigen Chart bei 91 Dollar passt. Also das ist das Ziel der SKS-Formation. Jetzt könnten wir sozusagen noch eine zweite SKS-Formation einfügen, allerdings fehlt mir hier die rechte Schulter. Hier haben wir die linke Schulter, hier haben wir den Kopf und hier fehlt mir noch die rechte Schulter. Das heißt, Öl steht jetzt exakt an dieser Nackenlinie und da könnte es aber auch zu einer Gegenbewegung noch bis 97 kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Ich denke jedoch, wir müssten erst nochmal die Tiefs mindestens ansteuern. So, schauen wir mal auf den Wochenchart, denn im Wochenchart sieht es so aus, dass wir hier ein ehemaliges Zyklustief bereits unterschritten haben und das bedeutet, dieser Zyklus ist falsch und da geht es nochmal und auch dieses Chartbild hier zeigt, dass das Ziel mindestens mal im Bereich von 91,65 zu finden ist. Sie wissen ja, wenn das gegen Ende des Streubereichs, was wir hier sehen, das Tief im Streubereich, was ja hier diese Marke ist, unterschritten wird, dann ist dieses Zyklustief falsch und dann geht es noch deutlich weiter nach unten. Das ist hier zu sehen. So, schalten wir um auf den Monatschart. Im Monatschart haben wir nämlich auch einen Trendbruch zu vermelden. Hier sehen wir es. Erst ging es nach oben, dann wurde dieser Ausbruch sozusagen bestätigt. Und jetzt haben wir zwar einen Anstieg gesehen, aber wir sind hier jetzt unten durchmarschiert. Und das ist auch mehr oder weniger noch für die nächsten Tage und Wochen ein bärisches Zeichen. So, da bleibt jetzt zum Schluss noch die Frage zu klären, soll man hier überhaupt nach oben oder nach unten spekulieren und wenn ja, wann?
Dazu schalten wir jetzt mal auf den Intraday-Chart des Oktoberkontrakts, den Sie hier sehen. Da sehen Sie nämlich, dass das Rohöl an einer wichtigen Marke handelt. Wir haben hier laut Choros zwei verschiedene Schiebezonen drin. Zum einen hier die etwas breitere zwischen 92,76 und 94,10. Die wurde gestern hier kurz überschritten, bevor es dann zu deutlichen Gewinnmitnahmen kam. Und wir haben hier die etwas kleinere Schiebezone, die sich erst heute ausgebildet hat, zwischen 92,94 und 93,90. Jetzt ist die Frage, wo soll man eine Position aufbauen? Ich bin der Meinung, es geht nach unten. Demzufolge wäre empfehlenswert, eine Position bei Bruch dieses Trends hier im Stundenchart aufzubauen. Da wäre das erste Ziel hier diese untere Marke bei 92,94 und wird dann diese Marke hier unten unterschritten. Dann müssen wir den Chart mal zusammenstauchen. Dann hätten wir ein großes Ziel nach unten bei ungefähr 91,97, was dann auch passt zu unserer Zielzone unter 92 im längerfristigen Tageschart. Wenn natürlich das Ganze nach oben aufgelöst wird und Öl steigt sozusagen über dieses obere Schiebezonen, diese Schiebezonenbegrenzung, die Sie hier ganz vorne sehen, dann hätten wir 95 als Ziel. Also ich meine, wenn es über diese Marke geht, dann sollte man eine Long-Position aufbauen. Dann wird nämlich diese Bewegung hier bestätigt. Sie sehen, hier ist ein Rosshook. Hier haben wir einen Rosshook, also ein Anstieg über 94,12 sollte man zum Aufbau einer Position nach oben nutzen. Was im Endeffekt kommt, bleibt dahingestellt. Der Kurs kann bis heute Mittag hier entlang laufen und dann um 16.30 Uhr kommt Bewegung in den Markt. Dann sollten Sie spätestens Ihr Stop, wenn Sie eine Position aufgebaut haben, eng nachziehen. 16.30 Uhr stehen die Erdöllagerbestände an und das ist ja meistens verbunden mit sehr viel Nervosität nach oben oder nach unten. Das heißt, wenn es vorher schon in Richtung Süden geht, weil man Angst davor hat, eine Long-Position zu besitzen, dann sollten Sie Ihre Position mit einem Stop absichern. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn es hier nach oben geht, bitte das Stop über Einstand setzen, weil wer weiß, was bei den Lagerbeständen da rauskommt, da kann es sehr schnell mal zu einer 5-minütigen Volatilitätssteigerung kommen. Und erst nach ungefähr einer Stunde weiß man, wohin die Reise geht. Und das soll natürlich nicht geschehen, indem Sie Verluste haben. Also, wir stehen im Öl an einem wichtigen Punkt. Es kann nach oben gehen Richtung 97, kann aber auch nach unten gehen in Richtung 90,47 im Oktoberkontrakt, während es im normalen längerfristigen Chart schon bei 91,50, 91,60 zu einer Unterstützung kommt. Wenn Öl nach unten läuft, dann sollte es um den 2. September, 1. September einen Tiefpunkt ausmachen. Das ist hier diese Marke. Ich habe es jetzt nochmal hier etwas markiert. Wo haben wir es? Hier sehen wir es in Gelb. Um den 1. September einen Tiefpunkt kommen und dann wäre der Markt eventuell bereit, wieder nach oben zu laufen, denn wir können ja hier auch in diesem Chartbild schon einen bullischen Abwärtskeil einzeichnen. So, das war es wieder mal aus Bobs Analystenstube. Ich hoffe, ich habe Ihnen wieder einige Informationen gebracht, die Sie vorher noch nicht gewusst haben. Muss ja so sein, sonst guckt man in Zukunft nicht mehr hin. Das war's wieder mal und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Handelstag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.